Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, wir machen heute weiter mit unserem Raytracer mal wieder. Und zwar werden wir hier ein bisschen aufräumen. Diese Raytracing-Methode ist nicht wirklich objektorientiert. Es ist quasi dieses Attribut hier und der Rest ist eine Methode von der ganzen Klasse. Das ist jetzt, naja. Außerdem können wir so einen Strahl öfters mal brauchen und deswegen lagern wir den einfach mal aus. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das später aussehen soll. Und zwar haben wir einen RayAir hier. Und ja, wir brauchen es tatsächlich. Ich habe das nur so gemacht, damit man einfach mal möglichst schnell ein Ergebnis hat. Jetzt geht es natürlich noch weiter und wir wollen Schatten berechnen als nächstes. Und dazu müssen wir dann natürlich noch ein paar andere Sachen machen. Insbesondere brauchen wir dann noch ein paar Funktionen von unserem Strahl, die wir so viel leichter kriegen können, als wie wir es bisher gemacht haben. So, und jetzt haben wir hier die getEye-Methode. Kamera.getEye, genau. Und wir haben hier die Richtung. So, und so soll das später mal aussehen. Hier unten soll dann einfach eine. Wo sind wir? Ja, machen wir es ganz unten hin. Hier soll eine Ausgabefarbe rauskommen, als Integer natürlich. Und da sagen wir einfach R, also der Ray, den wir hier oben kreiert haben, Punkt Cast und dann Primary. Wie man zu diesem Primary, wie man zu dieser Bezeichnung kommt, erkläre ich euch dann, wenn wir sie schreiben, wahrscheinlich nochmal. Oder ich sag's euch einfach gleich. Primary bedeutet, das ist sozusagen unser Primärstrahl, das heißt wirklich ein Strahl, der von unserer Kamera, also von unserem Ursprung ausgeht und dann auf das Schnittobjekt trifft. Und dann gibt es aber auch noch Sekundärstrahlen und Schattenstrahlen zum Beispiel. Schattenstrahlen kann man sich vielleicht was drunter vorstellen. Sekundärstrahlen sind zum Beispiel Reflexionen und sowas, da kommen wir dann aber noch dazu. Gut, ja, und dann wollen wir ganz einfach genau das hier oben haben. Output.z-Pixel. Allerdings wollen wir nicht intersect.getColor benutzen, sondern einfach unsere Ergebnisfarbe, die wir hier haben, die Rescolor. So, genau. Und ja, jetzt wollen wir diesen Teil hier natürlich auslagern in unseren Ray. Und diese Klasse Ray müssen wir natürlich erst noch erstellen. Ja, Name Ray. Und das passt soweit. Ja, in diesem Ray soll jetzt natürlich diese Cast Primary Methode drin sein, die wir auch noch hier brauchen. Achso, und der Konstruktor vielleicht auch noch. Genau, Konstruktor und Methode. Das ist deutlich schneller, wenn man das dann irgendwie so macht. So, ja, jetzt machen wir hier oben erstmal den Konstruktor. Der Konstruktor soll natürlich zwei Werte speichern und jeder Strahl, habe ich euch ja schon ein paar Mal jetzt erklärt, der hält sich zunächst mal als Vektor 3D natürlich eine Position bzw. einen Ursprung, je nachdem wie man es bezeichnen möchte, und einen Vektor 3D als Richtung. So, und diese Richtung muss natürlich normalisiert sein. Die hier ist schon normalisiert reingegeben worden. Haben wir hier S.normalize gemacht. Hier gehe ich aber mal einfach davon aus, dass sie nicht normalisiert ist. Denn wir könnten ja auch hier ein Ray erstellen mit keine Ahnung was. Und wir müssen es hier tatsächlich dringend überprüfen, falls mal eine Richtung nicht normalisiert ist. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schreiben einfach this.direction gleich dir.normalize. So, und jetzt haben wir es garantiert normalisiert bekommen und weisen es hier direkt normalisiert zu. Deutlich sinnvoller so. Und hier machen wir das nicht über i, sondern über pose für position. So, und dann schreiben wir hier einfach noch this.position gleich pose. Die muss ja nicht normalisiert sein. Ich würde uns jetzt vielleicht noch eine weitere Art für einen Konstruktor geben. Allerdings brauchen wir hier noch tatsächlich dann Dummy, weil wir leider Konstruktoren nicht zweimal mit denselben Parametern aufrufen können, auch wenn wir hier die Namen ändern. Das geht leider nicht. Das heißt, wir nehmen hier einfach einen Dummy rein, den wir gar nicht benutzen in dem Konstruktor. Ist jetzt vielleicht nicht so praktisch, aber ich will auf jeden Fall mir Arbeit ersparen. Und packt es dann mal so rein. So. Und dann haben wir hier noch ein To-Point. Ihr seht schon, wo das hinführen soll. Das sind zwei Punkte, nämlich einmal hier, wo wir anfangen und wo wir hinwollen. Und ja, dann müsste man natürlich hier das Ganze zuweisen. Dann schreiben wir einfach hier this.position gleich from point. Denn da starten wir ja. Das ist ja gerade der Sinn. Und dann sagen wir this.direction ist gleich. So, und dann sagen wir hier ganz easy, wir nehmen den to point, subtrahieren.
den From Point und danach normalisieren wir das Ganze. So, und schon haben wir quasi unseren zweiten Konstruktor. Wie gesagt, den Boolean brauchen wir hier nicht, den brauchen wir nur, damit man die beiden Konstruktoren unterscheiden kann. Also, dass der eine hier eben von nach nimmt und dann halt noch ein Boolean, weil halt beides Vector-3D sind. Und hier einfach eine Position und eine Direction, damit man auch so ein Ray konstruieren kann. Gut, macht uns die Sache einfach ein bisschen leichter. Okay, so jetzt wollen wir hier natürlich diese Cast-Primary-Methode implementieren. Und ja, die ist eigentlich gar nicht so schwer, vor allem da wir hier schon quasi alles haben. Das ist nämlich fast von hier bis darunter. Ich kopiere das, oder ich schneide es besser gesagt einfach mal aus und zeige euch, was passiert, wenn ich das jetzt da einfach so stumpf einfüge. Dann kriegen wir natürlich ein paar Fehler. Vor allem kriegen wir einen Fehler, weil hier eine Klammer fehlt, glaube ich. Jetzt ist besser. Ganz kurze Zwischeneinfügung sozusagen. Ich mag es nicht, wenn hier diese Klammern oben bei der Methode sind. Ich mache die immer gerne runter, aber ich benutze auch gerne den Autoformatter. Und deswegen stelle ich das gerade mal kurz ein. Dazu geht man auf Window Preferences und dann hier den Formatter. Und dann kann man hier eben auf Edit gehen. Und hier kann man sich dann einstellen, wie man das möchte. Also zum Beispiel die Braces, dass man hier sagt, auf der nächsten Zeile und so weiter. Ich pausiere das Video jetzt nur, dass ihr das kurz wisst. So, und ihr seht, wenn ich jetzt Steuerung Shift F drücke, dann wird mir das hier richtig in Anführungsstrichen angezeigt, so wie ich es gerne mag. Gut, nur so viel zum Einschub hier gerade. Gut, jetzt machen wir einfach mal ganz normal weiter, wie wir hier schon vorgegangen sind. Also wir wollen hier natürlich dieses Intersection-Objekt haben. Wir haben hier diesen Double T, der bleibt natürlich alles gleich. Hier auch diese Sachen hier. Allerdings brauchen wir hier bei O.intersect brauchen wir jetzt keine Sachen hier mehr angeben, sondern einfach this. Da müssen wir natürlich gleich noch die Intersect-Methode anpassen, aber das dauert nicht lange. So, und dann geben wir hier einfach Folgendes zurück: Return intersect.getColor. Und zwar mit this.getPosition. Und hier muss noch ein Parameter t rein. Ja, das werde ich euch dann zeigen, was da genau passiert bei dieser this.getPosition-Methode. Und auch was diese getColor-Methode danach tut. Aber das füge ich jetzt hier einfach schon mal ein und erkläre es euch dann, wenn wir es brauchen. Okay. Und wenn wir hier keinen Intersection-Punkt haben, dann geben wir einfach nur schwarz zurück. Black.getRGB. So. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit der Methode hier. Jetzt müssen wir halt noch ein bisschen was anpassen, nämlich die Intersect-Methode. Nein, ich möchte sie nicht kreieren, ich möchte sie tatsächlich einfach ändern. Und zwar werden wir hier ganz einfach in die getColor-Methode einen Vektor 3D-Position einfügen. Upsala. Position. Und zwar brauchen wir den, weil wir an einer bestimmten Stelle dann abfragen wollen, was da für eine Farbe ist. Die Farbe kann sich ja ändern. Also zum Beispiel, wenn wir einen Schatten haben, dann ist oben heller, wenn oben das Licht ist und unten dunkler. Und deswegen brauchen wir hier tatsächlich eine Position. Das haben wir bisher zur Einfachheit einfach weggelassen. Aber ich möchte natürlich mit euch dann auch noch vernünftige Schatten oder sowas machen, also nicht einfach nur so ein Bild. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich eine Sphere. Und diese Sphere hat in der Methode immer noch kein Ray drin hier. Deswegen müssen wir hier einfach mal Ray reinschreiben. Dann haben wir hier natürlich ganz, ganz viele Fehler, aber das ist ja alles kein Stress. Wir schreiben einfach Vector 3D dir hier oben hin, schreiben Ray.Direction und schon haben wir dir wieder. Und wenn wir hier dann Vector 3D I machen, oder Origin habe ich es genannt, glaube ich, Origin, dann packen wir hier einfach Position, nicht Direction. So. Und schon haben wir hier quasi keine Fehler mehr. Außer dass ich die Methode geändert habe und Object 3D noch nicht angepasst habe. Hier muss natürlich dann auch dieser Ray rein. Ray. So. Und
zu guter Letzt die GetColor-Methode. Da schreiben wir einfach unsere Position rein, Vector3D Position. So. Und schon haben wir, naja, wir haben sie angepasst, sodass sie jetzt wieder funktioniert, sagen wir es mal so. Genau. Ja, und jetzt auf Ray können wir jetzt natürlich auch noch ein paar Sachen machen hier. Diese GetPosition-Methode, die funktioniert ja noch nicht so ganz. Wenn wir jetzt hier einfach null zurückgeben, schmeißt uns einen Fehler. Wobei, nee, dürfte eigentlich nicht mal einen Fehler schmeißen. Lass mich das kurz ausprobieren, das würde mich jetzt interessieren. Doch, es schmeißt einen Fehler, weil wir das falsche Projekt ausgewählt haben. Ups. Ja, dann machen wir hier Output auf. Da ist ja unsere Main-Methode drin und dann finden wir das aus. Und es schmeißt keinen Fehler, wie wir sehen. Es kommt wieder dieser hübsche grüne Kreis raus. Das Output brauchen wir nicht mehr. Aber wir müssen hier natürlich diese GetPosition-Methode anpassen, damit wir später mal benutzen können. Und das ist der Punkt, an dem ich sage, wir haben heute genug gemacht, wir machen morgen weiter. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal oder bis übermorgen. Wir hören uns, bis dann, ciao, ciao.